So Leute, damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Zero Sam 2. Ich bin das euer Adam Simafix und mit dabei ist wieder der... Oh Martin! Oh Martin, ich glaube, du hast einen neuen Freund gefunden. Was? Ach Gott, wo hast du den schon wieder hergezogen? Ich denke schon wieder, wo kommt der ganze Scheiß wieder her? Da hinten kommt noch einer. Was? Deine Mutter, Mann. Mit ihrer Wrestlermaske, Mann. Deine Mutter mit ihrer Wrestlermaske. Ja, man merkt schon wieder, es ist CSM 2 angesagt und es ist immer noch schräg merkwürdig und es kommen sogar Footballspieler. Leute. Ja, die waren ziemlich unlustig letzte Folge, muss ich ja, sagen. Ja, ich habe noch ein Leben und der Martin. Boah, ich habe die Rakete von dem einen abgeschossen. Das war gerade total pro. Ah, und der hat mich gerade mit seiner Rakete abgeschossen. Ey, weißt du noch? Da kommen wieder so Hundis. Hundis, hier fangt den Ball. Weißt du noch mal die schönen Zeiten, wo die Gegner Hundis und Leute mit Äxten waren? Jetzt hat einfach jeder Gegner einen Raketenwerfer. Ja, komm. Lass ihn halt auch ihren Spaß. Ja, der Spaß ist nicht mein Spaß. Martin, wie viel Leben hast du jetzt noch? Ganz viel, weil ich stehe ganz weit hinter dir. Nein, ich meine... Und ich bin auch im Rückwärtslaufen. Ja, jetzt kannst du wieder mit... Achso, drei Life habe ich noch. Also das drei? Mal. Ich habe noch eins. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Der schießt mit seinem behinderten Raketenwerfer auf mich. So. Wo bist du da über mir? Ich lasse euch. Du kannst nicht gerade nach unten schießen, das bist du unrealistisch. So. Ihr könnt mal miteinander spielen. Ich camp hier ein bisschen. Wie du campst. Campen. Hast du auch ein Zelt? Boah, hier hinten ist ein Dings. Hier ist irgendwas Geheimes. Hä? Deswegen habe ich ja den Martin dabei. Der findet für mich alle Schätze und ich. Wir haben jetzt 55 Sekunden irgendeinen geilen Scheiß. Das ist nur du. Lass schnell was töten. Das ist nur du. Ich nicht. Wie nur ich. Und hier sind keine Gegner mehr. Ich glaube, das Level ist vorbei. Oh nein! Nein! Martin! Du hast dich eingesperrt. Bist du gut in Jump'n'Runs? Oh ja, ich bin total top. Ich spiel den ganzen Tag Jump'n'Runs. Hier siehst du ja, Serious Sam. Ach du Kacke, aber nicht. Nein. Nein! Ich bin schon tot. Alter. Habe ich dich runtergeschmissen? Ja! Mit so einem Zack. Was ist hier? Alter. Das Ding fällt nicht um. Ich habe dem Ding auch gegen den Kopf geschossen. Ich hab nur Leben. Einmal sterben. Aber wo müssen wir denn hier hin? Was müssen wir denn hier drin machen? Ich weiß, wenn ich noch einmal sterbe, dass ich weg bin. Ja, das hört sich sinnvoll an, vernünftig. Hier ist irgendwo ein geheimer Schalter, es gibt immer irgendwo einen geheimen Schalter. Also, spring du mal darüber. Komm, spring mal darüber. Hier knarzt es doch irgendwo. Ja, aber ich glaube, wir müssen irgendwie das Ding hier kaputt machen. Ich glaube, wir müssen vielleicht irgendwie das Schalter betätigen. Vielleicht auf beiden Seiten so einen Schalter betätigen. Ja, da ist eine Treppe! Ach komm. Ach Gott, sind wir gut. Nein! Diesmal schubst du mich nicht runter. Wieso denn nicht? Ich hab noch null Leben, ich bin ein Game Over. Mach nicht, ich wette, du kannst dann trotzdem wieder einsteigen. Ja, ich klau dir dann dein Leben. Bitte keine Footballer mehr, bitte keine Footballer mehr, bitte alles nur keine Footballer. Freust dich wieder auf die? Ja. Die war noch toll. Schau mal, was. Den Grünen da. Oh nein. Na, der, du bist mir auch nicht, ich mag dich auch nicht. Alter! So. Immerhin ist er kaputt gegangen, bevor er angekommen ist. Gott, was kommt uns da wieder hin? Ey, diese MGs haben Augen, ist dir das mal aufgefallen? Ich umlaufe sie. Die Footballer sind... Nein! Footballer! Nein, also, sie gehen alle auf dich. Ich bin halt nicht schneller als die, das ist total... Oh nein. Geht auf den Martin! Bitte geht auf den Martin! Bitte! Okay, man kann ihn ausweichen, man muss nur ganz viel rechts laufen. Ja, ist natürlich sehr leicht gesagt, wenn 20 von denen auf einen kommen und man keinen rechts hat, weil da eine Wand ist. Er muss halt deine... Seite wechseln. Oh Gott. Jetzt kein Bock mehr. Jetzt ballert man sofort die mit dem Raketenwerfer ab. Alter! Immer wenn die einen hauen, dann fliegt man gleich mal 100 Millionen Meter nach oben. Ja, immer haben wir jetzt wieder ein extra Life bekommen. Ja, jetzt habe ich ein Leben. Ist das super. Super, und da kommt wieder die Ball of Dooms. Hier ist 50 Armor gewesen. Ah! Hilfe! Martin, diesmal läufst du vor. Ich habe keinen Bock mehr vorzulaufen. Jetzt such ich das. Ich bin hier nur am Armor sammeln. Ja, und ich bin aber hier alle Gegner zusammenmetzeln. Ich kann ja nichts dafür, dass du das machst. Wow, hier ist ein Raketenwerfer. Ich habe Rüstung.
Oh nee, das ist ja ein gegnerischer Raketen. Ich dachte, den kann ich. Raketenwerfer! Auf einmal dreht sich das Ding um und guckt mich an, was soll denn das? Hey, so gut. So. okay, die blauen Heinis sind gespawnt. Ja, das heißt wieder hochprofessionelle Action. Vielleicht wollen. Oder hier ist sicher. Das heißt sicher, hier ist sicher. Schau. Die sind auch gar nicht explodiert gerade da hinten. So, ey, vielleicht gibt es mal wieder eine neue Waffe. Ich möchte diesmal wieder was Neues. Oh. Achso, was hast du? Ich dachte mir schon, da fliegt jetzt so eine Bombe wieder von oben. Ich hab mich auch schon wieder fast selbst getötet. Scheiß Raketen. Oh, oh. Oh, nee. Nein. Weißt du noch vorher die Stelle? Da waren wir genau an der gleichen, fast an der identischen Stelle. Komm, Quicks, komm, der Pilot raus. Aha. Was das? Bitte sag ja. Ich höre hier noch so ein Ding. Oh, 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 oh. Ah! Ah! Das ist nicht lustig. Das ist fies. Fucking lustig. Are you serious? Serious shit, man. Serious shit. Oh, Martin, Double the Gun ist doch nicht Double the Fun. Double the Gun ist Double der Horror. Ey, was? Spawnen denn diese Dinger auf einmal hier aus dem Nichts? Wo ist der Realismus geblieben? Du weißt schon, welches Spiel du spielst, oder? Ja, ernster Sam, ja? Ich dachte, das ist ja auch ernst gemeint. Das ist doch voll Realismus, gell? Ich meine halt, es ist doch logisch, dass die blauen Männchen natürlich gegen die anderen blauen Männchen sind. Ja, sicher. Und das, Abata gegen Abata und so. Und dass Italiener Anzüge tragen und mit Pumpgun schießen. Hier ist eine volle Rüstung, falls du willst. Ich habe aber gerade ein kleines Problem. Da ist so ein kleiner, ganz nicht so lieber netter Kampfhelikopter. Ich kämpfe hier draußen mit diesen Raketendingern. Da schaffe ich auch nur einen alle 2 Sekunden down, alle 10 Sekunden down zu bekommen. Martin, ist da eigentlich mal irgendein Gegner töten? Ich habe einen Raketenwerfer, jetzt sehe ich sie erst. Okay, damit geht das Ganze viel schneller. Alter! Du bist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der nie Munition hat und irgendwie immer sagt, ich finde keine Gegner. So, öffnet sich jetzt einfach diese Kacktür? Oder ist das... Kann man eigentlich diese Brücke kaputt machen? Nee, schade. Was ist... Oh. Oh mein Gott. Deine Mama hat sie gesehen. Oh, Alter. Wo kommt deine Mama hin und her? Das ist nicht meine Mama. Meine Mama ist größer. Das... Was? Aber mindestens genauso rot. Weißt du, was deine Mama ist? Deine Mama ist dieses hässige. Dieses. Alter, die reitet die Viecher! Das war Alter! Oh, das ist schlecht, Mann. Ah! Ich pack mich fest! Ich werde von der Teufelin angesprungen. Ach, da ist sie. Ja! Die zerfetzt ja mit einem Schuss. Ja, aber die Viecher, auf denen sie drauf hocken, nicht. Und da spawnen die wieder. Klonweg! Keine Ahnung. Vernichte alles! Oh, Klonweg! Der Beste. Ganz ehrlich. Aber den Klonweg, dein Freund. Der hat hier auch da hinten Raketenwerfer. Oh nein, nicht die A-Typen. Die A-Typen sind wieder da! Wo ist die gute Waffe dafür, die hier? Nimm die Uzis, oder? Was benutzt du dafür? Ja. Alter, das sind Raketenwerfer. Ah. So, blaue Männchen, Simbas, oh, ey, der ist gerade explodiert und aus dem sind Blumen rausgekommen. Martin, weißt du, wer da ist? Was denn? Deine Mami. Schau mal, das ist deine Mami. Ist deine Mami orgasmiert da hinten, weil es da hinten rauskommt, oder was? Was? Alter, was geht mit dir ab? Ich dachte mal, ein paar deine Mutterwitze bringen, ist sicher cool. Deine Mutterwitze sind immer gut. Damit ein bisschen Niveau hier reinkommt. Niveau, deine Mutterwitze. Ich hab keine Muni mehr. Ich habe keine Rüstung gleich mehr. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich versteck mich. Diese spawnen die auch 5 Meter vor uns hier, bitte. Was soll denn? Vielleicht, weil du direkt in dem Spawngebiet stehst. Warum spawnen die 5 Meter vor mir? Ja, weil du 5 Meter vor dem Spawngebiet stehst. Ah. Du kommst hier nicht hoch. Du kannst hier nicht hochkommen. Oh nein. Martin, deine Mami! Deine Mami! Oh, deine Mami versinkt am Boden. Boah, der grinst so geil, der Fette. So. Und das ist dein Daddy. Gestorben. Ich bin gestorben. Das bin ich, glaube ich, mal da an, in der Ecke.
Hä? Was hat der gerade gemacht? Er hat was geraucht, Mann, was durchgezogen. Oh nein, hey, das kommt schon wieder so ein hässlicher Job. Kann auch explodieren. Wo ist denn hier hinten? Alter, warte, schon wieder. Cooles sein. Nein, nein. Scheiße. Hä? Ist schon wieder so ein scheiß Jump'n'Run-Abschnitt. Martin, ich springe als erstes, dann springst du. Nicht, dass ich bin hier noch wo ganz anders. Ich versuche hier dieses Ding hier hochzuspringen. Irgendwie geht das nicht. Wenn ich einmal runterfalle, bin ich tot. Wenn ich einmal runterfalle, bin ich tot. Wenn ich. Alter! Alter! Scheiß Spiel! Hä? Achso, hier kann man gar nicht sterben. Ah, oh, wie geil! Wieso haben wir das vorher nicht gehabt? Das wäre so geil leicht gewesen. Was? Boah, hoffentlich komme ich mit dem Ding hier rein. Hast du ein Gatling oder ein MG oder was? Nein. Oh, Rüstung. Leben. So, kommst du auch mal hier hoch. Komm hier nicht rein mit dem Ding. Ich will da rein. Ich will gar nicht wissen, was du hast. Ich werde das. Schau dir das nicht an, das ist total cool. Ja, dann geh mal ein bisschen vor. Ich gehe hier nicht mehr runter. Ich bin zufrieden, dass ich hier hochgeschickt. Ich komm nicht in die Tür rein mit dem Ding, das ist zu fett. Was, dass ich dir runterschicke? Alter! Plasma Gun! Nimm Claude weg! Gib dir das Ding, komm runter und schau es dir an, das ist total geil. Wenn ich runtergehe, sterbe ich! Das hat sogar Propeller-Todesmaschinen-Zeugs. Oh nein. Aber ich glaube, ich komme hier echt hier nicht rein, okay dann. Aus, als wärst du. Nein! Siehst du das da? Alter! Ein UFO-Dingsbums. Aber hallo. Oh, jetzt wissen wir, warum da so viele Gegner gekommen sind. So, also ich bin oben und ich versuche den Martin jetzt da runter zu schubsen. Hä? Du musst da hochjumpen. Oh nein! Oh, ich bin blöd. Ich wollte gerade hier Minecraft-Style machen. Immer so ducken und dann an der Ecke gehen. Nein! Nein, ich war fast oben. Ich war voll im Konzentrationsmodus. Ach, scheiße, es kackt meine Tastatur auch wieder rum. Ja, ja, immer der Tastatur die Schuld geben, gell? So, komm. Nein! Oh. Damn it! Ich glaube, ich sterbe hier jetzt echt fünfmal. Ich geh einfach mal weiter. Ach, hier meine Tastatur, die spackt teilweise behindert. Was? Ich bin oben. Vier Bananen müssen. Weil du es geschafft hast. Ich habe eine Banane. Alter. Bananen suchen. Okay, Martin, du kümmerst dich um die Gegner, ich kümmere mich um die Bananen. Es ist fair. Ich versuche hier auch Footballer zu finden. Der ist über dir. Hier sicher auch. Der folgt ein Footballer übrigens, gell? Okay, ich schätze mal, wenn wir die Bananen gefunden haben. Ah, ich bin gleich tot. Wenn wir die Bananen gefunden haben, schätze ich mal, hören die auf zu spawnen. Ich schau gerade, ob ich hier auch wieder so einen lustigen Helilopter finde. Helilopter, ich hab eine zweite Banane gefunden. Ah! Footballer! Ey. Martin, kümmere dich um die Bananen, nicht um die UFOs! Ich hab ein Bananending gefunden. Ich dachte, mit der UFO geht's vielleicht ein bisschen leichter. Hör auf mit der Quelle auf mich zu. Ich hab die Banane! Banane! Ah, oh, ich hab sie! Alter! Dein Martin! Wir müssen in die Zeremonie. Sag deiner Mami, dass ich sie nicht treffen will! Wie, du willst sie nicht treffen? Sie ist groß und tötet meine mich. Meine Mami macht gutes Essen. Ja, aber ich esse nicht mich so gerne. Ich sterbe gleich wieder. Ich habe noch 33%. Wo ist der Raketenwerfer? So einfach in diesen Scheiß rein, komm. Bam, bam, bam. Einfach random. Okay. Das sind ja 100 Helis einfach. Und da ist ein Footballer. Ah, der geht auf dich. Das finde ich gut. Ich bin schon wieder tot. Jetzt habe ich hab kein Life mehr. Ich habe noch 24%. Geht da oben kaputt, ihr Scheiße. Geht da vorne kaputt! Jetzt habe ich noch 9%! Ich schaffe es! Ey, wenn ich das mit 9% Leben schaffe, dann bin ich Gott. Nee, glaube ich nicht. Geh auf! Oh, ich habe die Tür aufbekommen. Boah, bin ich gut. So, was kommt jetzt? Oh, Martin! Das ist deine Mami! Ich bin. So. Martin, damit. Was denn? Ich zerstöre den. Martin, ich möchte dich jetzt nicht beleidigen, aber deine Mami hat Mundgeruch. Riechst du bis hier hinter, oder was? Ja! Also das ist ich kick. Ich einfach auf meine Mami da hinten. Monoton geradeaus durchballern. Martins Mami, machst du eigentlich irgendwas oder bleibt ihr einfach nur stehen? Bleibt echt nur stehen? Alter, was ist das für ein Bossfight? Die ganze Zeit. Ah, ist langweilig, schieß lieber auf Martin. Vielleicht macht er... Nee, er kommt auf uns zu, oh, siehst nein. Du das nicht? Oh.
Ich baller schon weiter. Oh oh. Wie bekloppt er. Oh oh. Er schmeißt, glaube ich, irgendwas nach uns. Also ich habe noch 9% Leben. Wenn mich das Viech angreift, dann war es das von mir. Ja, mach immer schön weiter dieses komische Werfzeug. Das finde ich gut. Das sind die Gnome da. Er ist auch schon fast tot. Ja, aber nur fast. Dann schießt irgendwelche Raketen hin oder so. Alter! Okay, jetzt geht er ab. Jetzt geht er ab. Mach deine Mami fertig. Es ist deine Mami. Das nein, kann nicht unser Mami meine sein. Hat nicht so viel Haare am aber dafür hier an der Brust. Oh, yeah. Martin, deine Mami ist down. So. Okay. Die Flying Witch. Die haben wir gar nicht gesehen. Die Flying Bitch? Was? Hast du nicht gerade gesehen? Flying Witch. Achso, ich hab Flying Bitch. So, da ist erstmal eine Rüstung. Gott, wo sind wir denn jetzt schon wieder hier? Sieht total Hightech aus. Okay. Da sind die Flying Witches. What? Da. Ich hab nur noch 30% Leben. Was? Zu Ende? Martin hat. Ich hab auch keine fucking Waffe mehr. Hier liegt eine Doppelshotgun. Wo? Hier, wo ich stehe. Wo der Dino ist. Ich bin tot. Das ist kein Dino. Ja, wie kann dir das nicht auffallen? Das ist Captain Zigger Reiter. Siehst du nicht, was für ein fettes Ding hier am Maul hat? Okay, jetzt erstmal. Die Doppelshotgun bitte. Hier ist auch eine Angel. Ey, kann man angeln gehen? Ich will angeln. Ey, kann man hier nicht sterben oder passiert irgendwas? Super. Ja. Funktioniert das mit der Angel? Der muss doch irgendwo angeln hier. Vielleicht haben wir die Viecher hergeangelt. So, Martin, du weißt, wie viel Uhr es ist? Gott, im. Ja, fast fertig Uhr. Gut. Aber. Ich würde gerne noch wissen, was das hier ist, bevor wir weitermachen. Oder ob wir hier unsere Waffen wiederbekommen. Ich weiß da liegt gar nicht, eine neue Waffe. Waffen, alle weg sind. Ne, ich glaube, weil wir einen neuen Levelabschnitt haben. Also, wir haben doch jetzt irgendwie so einen Endboss gehabt, also diesen Donkey Kong da. Und jetzt sind wir im neuen Level, weil im Intro hat man ja gesehen, dass man irgendwie 4 Welten befreien muss. Und das ist jetzt wahrscheinlich die nächste Welt. Oder? Das ist praktisch das die nach dem Dschungel, die mit der ich den Server gestartet habe. Deswegen hatten wir auch wieder so viel Vorspann wahrscheinlich. Das kann sein. Das ist natürlich sehr praktisch, dass wir keine einzige Cutscene haben und keine Ahnung haben, wo und wann wir sind. So. Ah, Cutscenes sind überbewertet. Okay. Braucht keine Sau. Immer wissen wir, dass wir keine Waffen haben. Ey, was ist da? Martin! Das ist ein Trödrohr. Also Trödrohr sammeln wir noch ein, damit ich dann irgendwann kaputt mache. Martin, komm zu mir. Schau dir das Trödrohr an. Ja, ich bin auf dem Weg. Das ist Trödrohr. Was macht das? Ist das eine Waffe? Ey, wenn das eine Waffe ist. Sieht fast danach aus, gell? Das ist doch alles, hätte man sich denken. Was ist das? Johnny meint auch, dass es Bitches sind. Oh, es sind Bitches. Gott, da hinten mir ist die Bitch. Ich hab sie. Bam. So, ist weg. Easy ist weg. Sie ist wirklich weg. Plasma-Rifle. Wow. Will haben. Okay. Die Frage ist nur, wo? Hier sind ganz viele Witches. Die können Skelettköpfe werfen. Oh, ja, Plasma. Die werfen einen Haufen Shit. Ich hab das. Oh, Martins Plasma-Rifle. Und oh, das macht so richtig Erinnerungen nach, wie heißt der Schmarrn hier? Quake. Da gab's doch auch diese ganze Plasma-Gun. Erinnere mich nicht an Quake. Quake ist das furchtbarste Spiel, wenn man es mit Martin und mit Basti spielt. Weil die einen übelst fertig machen und man dann einfach weinend da sitzt und in der Ecke schmollt. Ach, stimmt doch gar nicht. So schlimm sind wir nicht. Ja doch, du warst immer Erster, Basti war immer Erster, du warst immer Zweiter und ich war immer Letzter, damit du null killst. Das war schön. So. Ja, ich hab da mal Basti auch immer fertig gemacht, nachdem ich immer wusste, wo die ganzen guten Waffen sind, ehrlich. Ja, das ist fair. So gehört sich das. So, über den armen Basti. Von hinten kommen die auch, oder was? Die kommen von allen Seiten schon wieder. Ja. Gott, geht kaputt, ihr Bitches. Bitch. Ey, das ist schon wieder so ein cooler Koffer. Money. Money, Leben. Ja, okay, dann würde ich aber mal sagen, bevor wir uns jetzt echt mal wieder weiter auf den Weg machen, machen wir eine kurze Pause, oder? Ja, gut, dann würde ich sagen, drück bitte die Pause-Taste, weil jetzt sind immer noch viele Gegner. Okay, Pause. Pause-Taste. So, oh. Gutes Feature, das ist das geilste Feature in dem ganzen Spiel. Ah, ja, das braucht man aber auch, weil mit den 1 Milliarde Gegnern hier. Okay, dann. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, falls euch Video gefallen hat, Like da lassen und sonst. Ja, und sonst abonniert bitte PG5, denn PG5 sind Götter. Ja,
Genau, und Maxi könnt ihr natürlich auch abonnieren, ne? Dankeschön. Umgekehrt, so. So, dann. Nein, macht es nicht, macht es nicht! Macht es nicht, der ist furchtbar, ist ja das Böse. Ja, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Haut rein, ciao. Servus.